was bietet sich uns hier da, Freunde? Die Black Fang wurden nur benutzt, um böse Taten von Nergal auszuführen, diese schwarzhaarigen Hexen. Aber Freunde, willkommen zurück zu Part 70 von Fire Emblem. Und mal gucken, was die beiden Damen jetzt hier bequatschen. Ich werde mich um Eliwood und seine Gefährten kümmern. Ich, Sonia. Ah, wir bekommen jetzt mal eine Chance, diesem widerlichen Weib mal die Faust ins Gesicht zu drücken. Ja, er kommt jetzt, verdient man, die ist voll gemein. So, voll sein Körper aufgelöst und abgehauen. So, oh mein Gott, wie Commander, sie sind ungeheuer. Oh, was, da sind wir doch schon. Onkel Jan, bist du das, Onkel? Ja, nee, no, warum bist du zurückgekehrt? Ich wollte mit Mutter sprechen. Fliehe von diesem Ort. Onkel? Der Commander ist tot. Diese Frau. Ah, einer von der Black Fang. Oh mein Gott. Nein. Was wolltet ihr über mich sagen? Mutter! Oh mein Gott. Ah, so Nio. Ich will abhauen. Oh. Jämmerliche Gestalt. Ich werde dich später auslöschen. Zuerst Nino. Du hast schon wieder versagt und so meinen Ruf mit Makel befleckt. Mutter? Halt den Mund! Ein durch und durch schlichtweg nutzloses kleines Mädchen. Hätte ich dies früher erkannt, hätte ich dich zu deinen wahren Eltern geschickt. Meine wahren Eltern? So ist es. Jetzt kann die Wahrheit nicht mehr so schaden. Deine wahre Familie war über Generationen hinweg das Haus der bekanntesten Magiebegabten in ganz Lycia. Sie allein hüteten das Geheimnis der Drachen. Vor 13 Jahren stahlen Lord Nergal und ich dieses Geheimnis. Meine Familie? Haha, egal wie weise sie gewesen sein mögen, letztendlich waren sie nur Menschen. Ich hielt ein Kind wie ein Schild vor mich und sie waren unfähig, auch nur einen Finger im Widerstand zu erheben. Boah, ist die alte fies, Mann! Der Vater, die Mutter und dann das Kind, das ich trug. Nachdem sie mir alle ihre Geheimnisse eröffnet hatten, erschlug ich sie mit diesen meinen Händen. Ich bin nicht deine Tochter. Es gab zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Eines verteidigte die Mutter aufs Heftigste. Als ich sie tötete, hielt sie ihre Tochter noch immer eng an sich gepresst. Diese Tochter, Nino, warst du. Nein. Du warst nur ein quakender, kleiner Balg, aber wir nahmen dich mit uns. Lord Nergal dachte, du könntest uns nützlich sein, also ließ ich dir dein Leben. Allein der Gedanke daran ließ den Hass in mir aufbrodeln, aber es war Lord Nergals Wunsch, dass ich dich als meine Tochter aufziehe. Oh mein Gott! Wie sehr wir uns doch in dir getäuscht hatten. Dumm und nutzlos jenseits aller Vorstellungskraft. Ein wertloses Stück Müll. Ständig warst du nur im Weg. Boah! Deswegen also wolltet ihr ihren Tod. Ihr seid nicht menschlich, eure Seele ist schwarz und ohne jegliche Wärme. Niemand hätte ich erwartet, solche Worte aus deinem Mund zu hören, Jafar. Eins hast du ohne zu zögern auf Lord Nergals Befehl hin getötet. Was geschah mit dem Mann, dem alle so gefürchteten, den Engel des Todes, hä? Nino hat mich verändert. Ich bin nicht länger Nergals Mordmaschine. Für Ninos Wohl. Sonia, müsst ihr sterben und ich werde diese Tat vollbringen. Jafar! Bleib zurück, ich werde mich dieser Frau annehmen. Bleib zurück, wie edel, wie nobel. Soll ich also das Urteil fällen, dass die Black Fang über Verräter sprechen, ja? Haha, ich verurteile dich zum Tode. Sei bereit, deine Strafe zu empfangen. Oh mein Gott, das werde ich nicht zulassen. Oh mein Gott! Nino, Jafar, seid ihr in Ordnung? Seht nur, welchen Ärger ihr uns gemacht habt. Wir sind jetzt Gefährten, das dürft ihr niemals vergessen. Alter, jetzt ist euch die Kloppe. Wäscht treue Freunde, Nino. Verzeiht, wenn ich eure kleine Wiedervereinigung abkürze. Ich lasse euch nicht entkommen. Ihr werdet sterben, bis auf den letzten Mann. Ey, wir haben auch Frauen bei uns. Bitch. Lindis, Vorsicht, hier entlang. Oh mein Gott. Na klar. Ihr seid die Sünder, die meinen Lord Nergal verletzt haben. Die Gnade eines schnellen Todes soll euch verwehrt bleiben. Der ganze Bereich füllt sich mit Wasser. Der Pfad ist verschwunden. Das Wasser verhindert, dass wir uns frei bewegen können. Nino, Jafar, seid ihr unversehrt? Ja, uns geht's gut. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Okay, Freunde.
Ihr werdet euch einige Wege ebnen, also kommt nur. Natürlich könnt ihr auch bleiben, wo ihr seid, wenn es euch beliebt. Es kümmert mich nicht, solange ihr nur in Schmerz und Furcht vergeht. Dem Grab, das euch erwartet, könnt ihr ohnehin nicht entrinnen. Susu? Alter, geil. Okay, es tut mir so leid. All dies ist... Es ist meine... Nino, beruhige dich. Ich sagte es bereits. Wir sind hier, weil wir Freunde sind. Es besteht kein Grund, sich zu entschuldigen, Mann. Oh Mann, ey. Pfade und Höflichkeiten? So will sie wohl Gnade zeigen, was? Genau, Pfade. Lasst uns Sonia besiegen und die Verbindung zwischen Nergal und dem Black Fang durchtrennen. Für eine bessere Zukunft. Okay, Leute, voll krass, oder? Also, wenn dieses Bonuskapitel eröffnet ja ganz schön viel. Ja, stellt mal vor, wir hätten das nicht gemacht oder nicht machen können. So, wir dürfen 14 Einheiten mitnehmen. Nino muss dabei sein, toll. Ja, ganz toll. Wäre natürlich lustig, wenn sie ihre Mutter denn killt, ja? Oder Jafar oder so. Okay, Leute, aber ich würde mal sagen, da wir ein Himmelssiegel haben, das Eliwood leider nicht benutzen kann, werden wir mal Hector weiterentwickeln. Das heißt, dass er wieder mit reinkommt. Verdammt, den nehme ich jetzt raus. Dart, du kommst leider raus, sorry. Matthew muss mit rein, ne? Wegen den Truhen und alles. Hector muss auch rein, der geht dafür raus. Ich überlege, ob ich ein paar Magier raus... Oder Sensei Guy? Nee. Wer geht denn jetzt raus? Will, du bist gut gelevelt. Ich gebe mal Will eine... Oder nee, meine beiden Flugheiten auf jeden Fall, weil die können über Wasser fliegen, das ist wichtig. Die beiden Dicken hier, oh, Batre, ja, ja. Will, ich gebe dir meine Auszeit und nenne dafür halt Hector rein. So, guckt euch unsere Einheiten an, wie wir schon alles haben hier. Oh, ich glaube, oh, Jafar ist auch automatisch dabei, wie ich sehe. Ich sehe ihn hier nirgendwo, also ist er dann dabei, schön. Ja, okay, die nehme ich alle mit. Serra ist auf jeden Fall dabei, oh, sie ist auch schon so stark, ja. Kenneth ist dabei und Erk auch, meine drei Magier. Kann ich auch noch auf jemanden verzichten? Nee, nur auf meine Fernangriffe, ja, und Lynn auch dabei. So, okay, jetzt pass auf. Tauschen. Jetzt geht's los. Warte mal, erstmal gebe ich den ganzen Scheiß hier weg. Eliwood, nimm dir mal... Oh, was ich... Oh, ich hab so geile Scheiße hier, Alter, die Stiefel! Und noch eine Elias-Peitsche, ist das krass. So, nimmst mal die Heilmittel hier mit. Ich hab so viel Heilmittel! Okay, und ein Weihwasser diesmal. So. Ja, du steckst dich mal richtig hier ein. Du deckst dich hier mal super duper duper ein. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Kapitel den Geheimshop verpasst habe. Ich hoffe nicht, und dann tut's mir leid. So, Himmelssiegel, ja. Der Alpha-Tropfen, stimmt ja. Gibt einer Einheit einen kleinen Vorteil. Verdammt, die hätte ich schon längst einsetzen sollen. Weil ich glaube, der macht nämlich den Vorteil, dass eine Erfahrung, die diesen Dings bekommen hat, die bekommt, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Habe ich schon mal erzählt? Oder hat er schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. So, Nino, du hast ja krasse Weapons hier, ja. Kriegst aber nochmal ein Feuer, leicht zur Hand haben. Und auch nochmal ein Heilmittel. So. Du bist extrem krass geskillt hier. Oswin, du bist der dickste. Sensei Guy, cool. Florina. Okay, du kannst mal den Türschlüssel abgeben. Hast Kriegerlanze, Leichtlanze eine. Ja, kannst du inzwischen schon mal ein anderes Schwert nehmen? Oh, geil. Stahlschwert ist immer mit. So, Sensei Guy hat hier auch alles. Ja. Okay, Oswin, ja, ja, Batre, nur noch ein Eisenbogen, toll. Okay, pass auf, den verkaufe ich für 6 und nehme mir einen neuen. Oh, ich habe keinen. Jetzt fange ich an zu weinen. Verdammt, ich habe keinen Bogen. Okay, aber dann kriegst du halt noch eine andere Axt. Was hab ich denn so für schöne Äxte? Kriegst du einen Wurfball. So, okay, so, die kriegt auch noch irgendwas Geiles. Sie kann auch kein Stahlschwert benutzen. Also sie hat eine Stahllanze, Kurzschwert, Langschwert, dann kriegt sie mal einen Rittertod. Gibt's Ritter hier? Ne, sie kriegt mal einen Kurzspeer. Noch einen, ja. So, Kenneth, so genau, du kannst mal den Dietrich abgeben. Ne, brauchen wir ihn nicht. Dafür nimmst du... Habe ich hier was hier? Ich habe ja noch... Ah, Eclipse! Der Fernangriff. Ah ne, halbiert gegnerische KP? Und dürfte so ein Fernangriff-Ding sein. Ah, ich probiere es einfach. Ich nehme es einfach mal mit. Testen. Und so, wir zeigen, wie es geht. So, du bist auch fett. Fett. Also sie hat einen Öffner. Okay, der war ja nur für Türen, also kann der auch erstmal weg. Dann nimmt sie mal... Boah, habe ich geile Dinger hier, oder was? Die ganzen Stäbe sind so geil. Ich probiere mal mit Berserker. Ich glaube, ich nehme Berserker. Oder Barriere? Schmiede, um Waffen zu heilen? Wartet mal. Ich glaube, ich nehme mal Schmiede mit. Und heile damit. Ich hoffe, das geht. Hectors Wolfbeil. So, von Skeben. Okay, Leute, erstmal die Entwicklung hier. Mit dem Himmelssiegel, wie gesagt, Eliwood entwickelt sich alleine weiter. Okay, Freunde, seid mal gespannt, was aus einem zweiten Lord wird. Wird er auch zu einem Meister?
Oh nein, er wird viel fetter. Geil, Mann! Oh! Na klar! Da, 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 da. Oh, er ist ein Herrscher! Alter, krass! Neue Fähigkeit, Schwert. Das ist natürlich super geil. So, das habt ihr natürlich leider nicht gesehen, weil ich keine Waffen ausgerüstet hatte. Habt ihr jetzt nicht gesehen, was der für eine fette Waffe hat? So, ein Schwert kann er nehmen. Ich belasse mal bei diesem schwachen Schwert. Natürlich eine Stahlaxt. Sein Wolfbein nimmt er mit, ein Wurfbein nimmt er mit und die Teufelsaxt nicht. Und ja, verdammt, so viel habe ich gar nicht. So viel habe ich nicht. Und sicher ist sicher. Ach, wartet mal hier. Talisman. Ich glaube, ich werde ihm mal die Resistenz erhöhen, aber ich gucke erstmal bei den anderen. Bei den anderen Lords. Sie hat eine Resistenz von 13, das ist super. Er hat nur von 3. Das ist scheiße. So, okay, und Hector hat jetzt schon 9. Gut, dann gebe ich Eliwood. Eliwood erhöhe ich mal die Resistenz. Weil der wird ja später wieder eingesetzt, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, als ob er nicht eingesetzt wird. Aber naja. So, okay. Zack. So, alles klar. Dam, dam. So, hält mal wieder her, hier, die Olle Mine hier. Braucht doch eh keine Sau. Und zack. Eliwood muss immer noch alleine rumrennen, das ist so schlimm. Warte, hat nicht unter noch eine andere, eine geile Axt hier? Hawkeye? Ja, hat, warte mal, Dart. Du hast doch bestimmt, ja, voila, gib mal. An die Hübsala. Gib mal schön, Hector, deine Krieger-Axt. Die ist nämlich obergeil. Ah, und Schneejuwel von Carol. Ey, du bist ja einer hier. Verscheuer doch mal die Scheiße. Zack, Alter, wir jetzt viel Geld. So, und du, Fons, geben. Brauchen wir alles, Meisterachs ist gemerkt. Ach man, ich könnte Heath jetzt auch noch irgendwie... Ja, aber den schaffe ich nicht mehr zu trainieren. Meine Einheiten sind dann zu schwach. So, okay, warum hast du hier noch ein Stahlschwert? Was soll denn Mist? So, ja, ja. Die werde ich auch leider nie mehr trainieren können. Es tut mir leid, Mann. Alles abgegeben. Es tut mir leid, Mann. So. Wie viele Einheiten ich einfach nicht trainiert habe, ja. So, sie auf jeden Fall, ja, okay. Okay, okay. Ich habe ja trotzdem eine schöne Vielfalt an Auswahl. Mann, der Part ist schon wieder, der geht schon wieder so schnell vorbei. Ich weiß, der tut mir leid, aber ich gucke hier immer lieber nochmal nach. Stahllanze. Mein, unser Auto, unser Wagen kommt ja mit. Falls es hier einen Geheimshop gibt, kann ich die Mitgliedskarte immer noch holen. Ach, ein Delphi-Schild, genau. Geben. So, du nimmst ja immer neue Waffen hier. Dann nimmst du mal die Silberklinge. Jo. Dietrich hast du auch dabei. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele Truhen hier sind. Ja, ob die 5 Schlüssel, 5 Dietrich erreichen. Also hier sind 3 Truhen. 3, 4 Truhen. Oder? Ja, da steht nicht auf einer Truhe. Was haben wir alles so für Dinger dabei? Oh, ein Feuerwehr, was ich klauen kann. Boah, hier kann ich voll Geld klauen. Würde ich mir vielleicht mal merken. Sonst haben die nichts zum Fallen lassen, ey. Aber natürlich hat hier, pass auf, die Sonia. Die Sonia hat den Seelenpakt. Erwartete Signatur eines Diebes ab Level 10. Ganz anders beschrieben, ja. Oh, Fimbulwinter. Das ist eine üble Elementarangriffsmagie, ja. Und Gewitter natürlich auch. Verdammter Mist. So, heute war es das schon. Ja, das ist... Oh, eine Engelsrobe. Und der Typ hat einen Berserker. Scheiße. Warte mal, der hat eine Engelsrobe. Die muss ich ihm klauen. Okay, Matthew. Du hast dafür leider zu viel Sachen dabei, würde ich mal behaupten. Pass mal auf. Du musst jetzt mal in dieser Mission mit ein bisschen weniger klarkommen. Es tut mir leid. Matthew, sei nicht böse, Mann. Also, den Dietrich behältst du. Dann gibst du mal die Eisenklinge weg und das Stahlschwert. Du machst mir mit Schnitter und Silberklinge, die alle dauern. So, okay. Und bei, oh, Leute, von dem Berserker müssen wir echt aufpassen. Nicht vor der Einheit Berserker, sondern vor dem Zauberstab Berserker. Aber der ist so übel scheiße. So, ja, Mann, die Kathi hat sie. Sie hat einen Würmtöter. Sie ist absolut geil. Alter, und Hector ist jetzt ein Herrscher. Mal gucken, wie der reinhauen wird. So, war's jetzt? Ich glaube mal, ja. Mein Schicksal prüfen, Rang. Mein, warum habe ich so wenig Geld? Ihr seid euch sehr gut, Mann. Ja, ja. Na, mal gucken, was hier Dingsbums sagt. Ich sehe die Schatten des Krieges, dann kommt er. Okay. Da, 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 da. Einen Moment, bitte. Dude, ich muss Durchwahl machen. Ich sehe Wasser, Ruinen, eine Höhle oder ein Ort unter der Erde und da sind Vorrichtungen. Vielleicht Fallen? Schreitet ihr zu langsam voran, könntet euer Pfad euch ebenso wie hinter euch vergehen. Verbündete, die in die Luft steigen können und erbitterte Einheiten... Und Briten-Einheiten sind wieder... Sie werdet ihr brauchen. Ihr werdet sie brauchen. Piraten und Berserker sind im Wasser im Vorteil. Lasst auch sie teilhaben. Lichtruhen, Minen, sie könnten eure Aufgabe einfacher gestalten. Blockiert den Weg eurer Feinde mit ihnen. Das war's. Möchtet ihr das nochmal hören? Nein. Kommt wieder, Mann.
Das ist aber eine gute Idee eigentlich. Mit diesen Runen, Mine habe ich ja schon. Verdammt nochmal geben. So, dann gehen wir mal so eine Lichtrune hier ab. So, und ich glaube, ich werde... Ja, Leute, also passt auf, folgendermaßen. Ihr wisst ja, ein Druide ist meine Lieblingseinheit, nicht wahr? Und deswegen gibt eine Einheit einen kleinen Vorteil. Wir sollten ja dies der Einheit geben, die wir mögen. Eine Einheit, die wir mögen, ganz einfach. Ja, und ich mag halt den Druiden am liebsten. Persönliche Entscheidung. So, Reife wurde erhöht. Aha. Und das heißt, glaube ich, nichts anderes als, er wird mehr Erfahrungspunkte bekommen. Ist das nicht schön? So, also wird jetzt Kenneth, glaube ich, dauerhaft im Team bleiben, damit sich das auch lohnt. Ich hätte es schon vorher machen sollen, ja, ich weiß. Also setzt dieses Ding unbedingt früh genug ein, wenn ihr dann selber spielt. So, wir sind hier aber fertig. Wir sind hier alle durch, alles klar. Starten! Okay. Oh, wir können... Ey, wo ist Merlinus? Okay, wir können Merlinus hier nicht einsetzen. Na, so ein Mist. Ich hoffe, es ist hier kein Geheimshop. Aber wenn ich hier so gucke, ich glaube, hier ist keiner. Hier dürfte keiner sein. So, okay, gut. Wir haben Merlinus nicht, aber ich habe genug... Ja, und besetzte Thron, also können wir jetzt hier auch gut Zeit lassen, das ist alles super. Guckt euch diese Welt an, verdammt nochmal! So, und wie gesagt, Flugeinheiten sind hier sehr im Vorteil. Dann gehe ich mal gleich dahin. Ich fliege gleich mal hier hin, obwohl, warte mal, ist hier irgendwas? Hat der irgendwas geilet? Progativ und... Nö. Die werden ausgelöscht von Fiora, das müsste sie alleine hinbekommen. Jawohl, der Schaden hält sich in Grenzen. Kurzsperr am besten gleich, weil der andere wird aus der Distanz angreifen. Zack! Und wie uns hier schon prophezeit wurde, müssen wir uns hier quasi beeilen. Weil ich weiß nicht, mit jeder Runde oder ab einer bestimmten Rundenzeit verschwinden diese Pfade hier und neue erscheinen auch. Deswegen, geh mal schnell hier rüber. Oh, der kann ja gar nicht laufen. Okay, geh du mal schnell hier rüber. Ich probiere jetzt mal Eclipse. Halbiert. Also ja, okay. Also der Treffer, der Schaden ist immer halbiert. Also trifft der gar nicht. Es trifft nicht. Oh, da kommt außerdem der Typ da oben an die Ritten. Okay. Sie fliegt mal hier hin. Mit einer Kriegerlanze. Okay, das ist nicht jetzt echt hier doof. Ja, die Krieger niemals hier alle so schnell rüber. Natürlich wäre es auch effektiv, die tragen zu lassen. Von den Flugeinheiten, aber... Hier, guck mal. Ich würde ja auch fast sogar sagen, Eliwood bleibt mal hier. Was soll der machen? Auf jeden Fall muss Hector mit rüber. Ich hoffe, jetzt verschwindet der Boden schon nicht. Oh, ich habe auch ganz schön viele langsame und fette Einheiten. Ja, ist natürlich auch wahr. So, was soll Nino denn hier ausreichend machen? Die kann doch gar nichts. Oh mein Gott, ey. Jetzt ist mir hier voll der Ansturm hier. Und übelst das Gedränge. So, hier haben wir Jafar, alles klar. Der sollte vielleicht nicht mit Hector reden. Vielleicht schlitzt er ihn auf. So, die bleiben einfach mal alle hier stehen. Sie muss geschützt werden. Okay, warum hat das so lange gedauert? Oh mein Gott! Weich aus. Ah, gut. Oh! Giftglanze ohne. So eine Scheiße. Zack! Los, Special Crit! Hossa! No Crit! Du Trottel! So, wenn ich den auf Level 20 trainiert habe, dann. Ja. Bin ich zufrieden. So. Oh nein! Alter! Weich aus, Nina! Und sie lässt sich volle Kanne treffen. Oh, ist das fies, ey. Die haben so viele Einheiten, so eine Fernangreif. Attacken. Piratenmaschine einfach rüber. Okay. Ein neuer Weg ist erschienen, oder was? Ja, der hier ist erschienen. Und da kommen neue Einheiten. Oh, hier kommen richtig viele Einheiten. Das ist immer sehr schön zum Trainieren. Und ja, Leute, ich weiß, ihr wünscht euch, da dieser Part ja auch wieder so ein langer Quatschpart war, wünscht ihr euch ja mitunter lieber so einen etwas längeren Part und so, aber das kann ich ja nicht machen. Das würde auch zu lange dauern, ganz ehrlich gesagt. Also mit dem Hochladen und Rendern, 20 Minuten ist schon so eine ideale Zeit. Ja, und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder von euch so viel Zeit hat. Ihr habt ja auch alle euer Privatleben und so, und 20 Minuten ist ja so eine normale Fernsehserienzeit, sag ich mal. Und von daher ist das eigentlich immer gut. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich für euch und nicht jetzt so extrem schlimm. Okay, was mache ich jetzt hier? Die müssen alle ganz schnell hier rüber. So, sie ist hier alleine gegen die alle, das kannst du mal schön vergessen. Kannst du die nicht umbringen mit einer Silberklinge hier? Schnitter? Oh. Gut, dann, Dockers, bitte. Wurfball. Knock ihn aus. Geil, Mann. Alter, geil. So, ich mal gucken, wer kriegt jetzt die schönen Erfahrungspunkte von... Ah! Hat der zu viel... Er hat eine Silberlanze. Zeigen wir doch mal. Ach, halt. Ich probiere gleich, ob das mit... Ja, genau. Ich probiere das auch. Das zeige ich euch noch. Hier, das Heilen der Waffe hier, ne? Stab. Schmiede. Und Wolfball. Geil.
Dann hat er seine Standardwaffe wieder. Mal gucken, ob das klappt. Wow, wuhuhu. Und wie er aussieht mit so einem Schwert. So, okay, kann man nur dreimal einsetzen. Ist aber gut für diese, wie sie gesagt, für diese heiligen Waffen. Und ist wieder heile. So, mein Dicker. Dann pass mal auf, Alter. Oh, Lagna. Warte, was ist ein Stahlachs hier? Nee, Kriegeraxt. 4x21. Da ziehen wir uns erstmal win. Zack. Yeah. Und zack. 4x21. Heißt, ich greife zweimal an, dann der Gegner und dann wieder zweimal. Das sind fiese Waffen, diese Kriegerdinger. Ich liebe sie. So, okay, was mache ich jetzt hier? Jetzt ist immer noch alles so eng hier, Mann. Okay, du bleibst hier stehen. Aber ich glaube, davon irgendwann kommen ja auch noch Einheiten und hier geht ein Weg nach unten. Dicker, du bleibst mal auch hier. Oder wie war das? Ich erinnere mich nicht mehr, ob man irgendwie noch... Ja, ob man zurückbleiben sollte oder ob das wirklich wahr ist, vorzugehen. Keine Angst, Vorwarnung erstmal vorweg. Wenn wir ganz, ganz lange immer Zug beenden, am Ende sind alle Wege erschienen. Das dauert aber ganz lange. Normalerweise beendet man die Mission schon vorher. Aber wenn man sich Zeit nimmt, dann... Ja, apropos Zeit nehmen. Ich habe mir schon wieder Zeit genommen hier, zu viel. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir diese... Okay, in den nächsten Parts werden wir diese alten hier zeigen, wo es lang geht. Oh, Level 17. Alter Schwede. Okay, aber ihre Verteidigung ist... Oh, warum ist die so hart? Wie die alle kein Glück haben, die Bösen, ja? Aber okay, krass. Also dann vor dem nächsten Part, dann seid wieder dabei und gucken, wie diese Wasserwege uns hier die Höhle heiß machen. Bis zum nächsten Part. Ciao.